So, hi zum 105. Part. Ich war von da hinten, bin aber durchs Killen dann hier hingekommen. Mir fehlt aber trotzdem noch ein bisschen. Aber ich habe eine Überraschung. Ich habe zufällig das Karten, die Kartenfragmente alle zusammen und kann sie jetzt zusammenfügen. Und jetzt gibt's eine Quest dafür. So ein komisches Gold sollen wir finden. Und dann gibt's da halt Gold dafür. Ja, chill doch. Jetzt sind wir noch davon die Hüte klauen von den Typen. Und insgesamt aber noch Dockarbeiter töten. Und die sind halt auf dem Schiff, glaube ich, wenn das richtig ist. Auf dem... Nein, doch nicht. Die sind hier. Das sind Dockarbeiter, die das neue Schiff aufbauen. Und hier unten sind auch noch welche. Gehen wir erstmal auf das Schiff. Da scheint es mehr Leute zu geben, die man umbringen kann. Oh, scheiße, fail. Besorgt euch doch eine Zweihandwaffe, mein Gott. Holy fuckness. Ein Blenden raufhauen, jetzt noch ein paar Trolle. Oh, den Zwerg darf ich nicht holen. Oh, Mann. Verschwinden habe ich frei, aber den Troll will ich noch in den Tod reißen. So. Ja, das sind ja ziemlich die Piraten. Letztens habe ich auch wieder von Piraten gesprochen, aber das waren halt nur solche Seeleute, Wüstenleute. Und das sind halt die richtigen Pirates of the Caribbean. Mann, ich habe schon wieder Schleichwerbung gemacht. Hier könnte ihre Werbung stehen, in der Beschreibung. Könnte. Muss aber nicht. Anstatt mal der Allianz zu dienen, ey. Peinlicher Arsch. Mein Gott, das habe ich seit der 13 nicht mehr benutzt, glaube ich. Verwundung, Verbluten, Blutung, meinetwegen. Nein, ich will keinen Troll töten. Vorher blond aufgemacht. Oh, das tut mir selber weh. Das tut mir im Herzen weh. Autsch. Menno. Ja, komm, hol deine Kameraden. Die helfen dir auch nicht. Großartig. Mist, ich habe einen Troll getötet. Ah, Mann. Naja, Menschen nehmen eigentlich... Finde ich halt nicht so schlimm, die umzubringen, anstatt so einen armen Troll. Dessen ganzes Land im Endeffekt ausgerottet wurde. Entweder von den Morlocks oder von den Naga. Ich habe es eigentlich vergessen. Ich bin halt lange kein Hortler mehr. Ich bin zur Allianz rübergestiegen. Hopp. Worgen FTW. OMG. Dafür können wir noch einer und aber drei Hüte. Ich glaube, nach diesem Part werde ich dann endlich mal in den Dungeon gehen, um die Quest zu beenden, zu Pfarrerquests. Und ich hoffe, das wird nicht so lange dauern, da reinzukommen. Aha. Aus dir weg. Hause weg, hause alle weg. Ah, tot. Komm, hau sie alle weg. Oh, oh. Das war scheiße knapp. Ich habe halt nicht oft Tränke gehabt. Ich glaube, daran liegt das, dass ich es jetzt benutze. Wer weiß das schon so genau? Ich einfach nicht. So. Ja. Ach ja, an dieser Stelle will ich auch sagen, erzählt mir doch, was eure Lieblingsklasse, Rasse meine ich, ist in World of Warcraft.
Würde mich interessieren. Ich mag Troll am liebsten, bald wechselt sich das aber zum Borgen. Ja. Ausweiden. Und Hut. Ja. Dann kann ich jetzt die ganzen Quests abgeben, aber erstmal, ich könnte noch das Gold besorgen. Die Quest ist verdammt schwer. Allein. Findet das Gold. Südlich des Piers dürfte... Hier, das ist so eine Schatzkarte halt, wie ganz klassisch. Geht da 80 Meter da lang, 30 Meter dahin und so. Sir? Ist halt ganz interessant. Müsst ihr nur ein bisschen... wie heißt das? Lange fahren, ein bisschen das ganze Kartenkram zusammen habt. Ich hatte einfach Glück. Mit meinem letzten Char, den ich auf 80 gespielt habe, habe ich, glaube ich, 3 Stunden dafür gefarmt. Aber auch 2 Level-Ups durch den Mob-Kill bekommen. Lohnt sich also auch. Mein lieber Hoshi, jetzt muss ich hier mit Schleichen durch die Gegend laufen, damit mich keine Sau sieht. 2, 1 und go. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. So. Dann gehen wir jetzt mal die Quests ab, die wir fertig gemacht haben, mit den ganzen Piraten. Kann man da oben abgeben? Da? Was? Ja? Dann mache ich als nächstes die Zulfarak-Quest. Glaube ich. Ja, könnte ich machen. Wo gibt es denn hier noch Questgebiete? Ich glaube, in der Mitte gibt es noch Quests. Und irgendwie da unten gibt es dieses Huhn. Aber dafür braucht man einen bestimmten Questgegenstand. Ja, so war das. Schloss knacken. Mano. Ja, Kirschnerei muss ich weiter skillen, wie gesagt. Ja, mache ich noch. Die Tage. Wie ich das immer verschiebe, oh mein Gott. Statt dass ich das immer eben mach. Nee, keine Lust. Gibt's irgendwo einen Briefkasten? Ich habe wieder Gold vom Auktionshaus bekommen. Mir ein paar Leute verarscht. Nein. Ein paar Sachen dargestellt habe ich auch aufgenommen. Und da gibt's eine neue Quest. Aber erstmal hier. Wie geht's euch so? Bei Bingel... Bingenritzer. Alter. Bleibt gut. Hier hast du deinen komischen Kopf und gib uns doch mal den Kopf. So plus Level ab. Oh, da drin gibt's auch noch... Hier deine komische Lieferung. Man sieht sich. Sollen wir wieder nach Beutebucht? Und das Fass wieder zurückgeben. Na, heiliger. Aber vorerst... Streitkolbenspitze in der Alliierung skillen oder nicht? Ja. Piratenhüte, ahoi. Die ganzen Hüte, die wir gesammelt haben, auch abgegeben. Und bei diesem Trollkram, nee, das ist eine doofe Quest. Da muss man irgendwie... hier... Feralas muss man solche komischen Kreischgeister einsammeln und die Quest ist ein bisschen nervig, obwohl ich könnte sie annehmen und muss sie ja nicht jetzt machen. Schwierig, schwierig. Wie viele Quests habe ich denn allgemein so? Naja, es geht. Melde ich mich mal an. Was fehlt? Je nachdem, was fehlt, breche ich es ab oder warte bis zum nächsten Part damit. Weil die Quest bringt eine Menge EP und der Dungeon sowieso. Ah, ist doch schön. Nichts. Außer ich. Aber weniger als 1 Minute kann ich angehen. Wieso gehe ich jetzt eigentlich nach Gatgezahn? Was will ich da? Eigentlich müsste ich jetzt ausbilden gehen. Eigentlich, wie gesagt, eigentlich.
Aber eine neue Quest gibt es schon, also hat sich's doch gelohnt. Aber falsch abgebogen. Hier, bei der Tuse. Hinten. Andy! Oh, die Quest ist scheiße. Mache ich aber trotzdem da unten. Solche komischen... Ist die rot? Ja, ist das nicht toll? Ein Kloppo-Schamane. Und... Nogga-Frogger. Bleibt gut drauf! Gefüllte Taudrüse. Uff, das ist aber so viel Laufweg. Gehen wir doch erstmal nach Sturmbriefkasten und holen uns unser Krempel ab. Was? 3 Gold. Ja. Chocolate Rain. Heilige Scheiße. Ah, ganz vergessen, dass ich jetzt einen Dalaran habe. Habe ich aber mal ein 250 Abo Special prophezeit. Also ich habe es gesagt. Wo kann ich denn stummend? Ich wollte gerade wieder nach Eisenschmiede, weil das Aktionshaus da am nächsten ist. Vor allem muss man nicht diesen beschissenen Turm immer beim Runtergehen. Ach, ich freue mich einfach extrem auf meine Worden. Dazu muss ich nochmal eine Ankündigung machen. So wie einige andere Let's Player das schon gemacht haben, aber dann stelle ich halt noch ein paar Einzelheiten vor. Ihr werdet schon sehen, was ich meine, wenn es soweit ist. Level 44, das ist doch tollig. Waffenkunde 10, Trefferwertung 25. Fehlt bei beiden noch etwas, aber das passt schon mit Level, Equip, Leveling, bla. Das können wir vergessen. Ich will eben mal gucken, ob ich noch was bekomme. Ne, sieht schlecht aus. Aber ich kann ein bisschen was reinstellen. Einmal diese Handschuhe hier. Ich hoffe, das reicht zeitlich. Die Perle. Die Seiten. Blabibliblub. Für alle, die es jetzt wieder fragen, das Auktions-Addon, was ich hier habe, ist Auktionier. Einfach mal googeln. Und nicht immer fragen. Können wir auch verkaufen. Den Krab. Sowieso. So, damit habe ich schon mein Epic-Fliegen zusammen. Plus Mount eventuell, wenn es nicht 50 Gold kostet. Und das mit Level 44 und ohne ein Gold geschickt zu haben. Also Leute, ihr könnt das auch schaffen. Ne? Und fragt nicht wie. Guckt einfach meine Videos. Und dann wisst ihr wie. Auch jeden Crap, den man findet, in Sahar stellen, der wird abgekauft. Wenn nicht, verkauft ihn der Händler. Und fertig ist das Ding. Ihr solltet euer Geld bis 60 auch auf jeden Fall haben. Bis 60 werde ich sowieso um die 400 Gold haben. Hallo? Deshalb ist das schön. Meucheln benutze ich eigentlich gar nicht. Brauche ich also eigentlich auch nicht ausbilden. Aber da ich am liebsten immer alles ausbilde, machen wir das. Blutung benutze ich eher auch nicht. Also nur Scheiße gelernt. Dann mal gucken, ob es neue Gifte gibt. Gifte gibt. Was kann ich für euch tun? Ja. Sofort wirkendes Gift. Nehmen wir mal 20 davon mit. Und noch was anderes. Nee. Seid vorsichtig. So, dann bedanke ich mich an dieser Stelle hier. Wie immer fürs Zuschauen. Ich werde nächstes Mal in Beutebucht sein, wenn ich es nicht wieder vergesse und wieder hier anfangen. Und wünsche euch noch einen wunderbaren und nicht so viel, was sage ich für einen Scheiß. Haut rein, viel Spaß noch, euer DRP.